Im Jahr 1848 besuchte Präsident Abraham Lincoln die Niagarafälle und war von der Schönheit dieses Naturwunders so beeindruckt, dass er einige Notizen niederschrieb, darunter die folgenden. Als Kolumbus zum ersten Mal diesen Kontinent entdeckte, als Christus am Kreuz litt, als Mose Israel durch das Rote Meer führte, ja sogar als Adam zum ersten Mal aus der Hand seines Schöpfers kam, rauschte hier damals wie heute der Niagara, die Augen jener Spezies von ausgestorbenen Riesen, deren Knochen die Hügel Amerikas füllen, haben auf den Niagara geschaut wie unsere jetzt. Im 19. Jahrhundert gab es viele Berichte über unnatürlich große Skelettreste, die in den alten Grabhügeln in ganz Nordamerika entdeckt wurden. Bis heute hat kein einziges Nachrichtenmedium etwas über antike Giganten oder derartige frühere Entdeckungen erwähnt. Wenn irgendwo ein Riesenskelett entdeckt wird, würde es mit Sicherheit unter Verschluss gehalten und vor der Öffentlichkeit versteckt werden. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war das nicht so. Fast jedes Jahr gab es zumindest ein paar Schlagzeilen, die von der Entdeckung alter Riesenskelette berichteten. Es schien ganz normal zu sein, in Amerika Knochen von Riesen zu finden, als die ersten Siedler alte Hügel ausgruben, um Straßen, Farmen und Gebäude zu errichten. Vor allem die New York Times schrieb viele Zeitungsartikel über die Entdeckungen von Giganten. Lesen wir uns einige davon durch, beginnend mit dem hier betitelten Artikel »Die Knochen eines Riesen gefunden«, der am 25. Mai 1882 veröffentlicht wurde. Und er lautet: Ein Schädel von heroischer Größe und einzigartiger Form wurde unter den Überresten der Hügelbauer im Tal des Roten Flusses entdeckt. Der Erdhügel hatte einen Durchmesser von rund 18 Metern und war rund 3,70 Meter hoch. In der Nähe des Zentrums fand man die Knochen von etwa einem Dutzend Männern und Frauen, vermischt mit den Knochen verschiedener Tiere. Der betreffende Schädel war der einzige perfekte Schädel und in seiner Nähe wurden einige abnorm große Körperknochen gefunden. Der Mann, der sie trug, war offensichtlich ein Riese. Eine gründliche Untersuchung des Hügels und seines Inhalts wird von der Historischen Gesellschaft durchgeführt werden. In einer anderen Zeitung vom 5. Mai 1885 ist dies zu lesen. Letzte Woche wurde in der Nähe von Homer ein kleiner Erdhügel von einigen Schulkindern geöffnet und ein Skelett gefunden. Heute wurde eine weitere Suche durchgeführt und mehrere Meter unter der Erdoberfläche in einem großen Gewölbe mit einem Steinboden und einer Rindenabdeckung wurden vier riesige Skelette gefunden. Drei von ihnen waren jeweils über 2,13 Meter lang und das andere rund 2,43 Meter groß. Dieser Artikel stammt aus dem San Antonio Express, erzählt von einem riesigen Schädel, der doppelt so groß ist wie ein normaler Mensch. Und es gibt auch ein Bild. Der Artikel lautet: Schädel eines Strandriesen von WPA-Arbeitern nähe Victoria ausgegraben. Angeblich der größte jemals auf der Welt gefundene Schädel. Auch normaler Kopf gefunden. Dass Texas vor langer Zeit einen Riesen am Strand hatte, lässt der große Schädel vermuten, der kürzlich auf einem Hügel in Victoria County ausgegraben wurde. Angeblich der größte menschliche Schädel, der je in den Vereinigten Staaten und wahrscheinlich auch weltweit gefunden wurde. Doppelt so groß wie der Schädel eines normalen Menschen. Die Fragmente wurden von W. Duffett ausgegraben, einem Archäologen, der den Hügel in Victoria County im Rahmen eines WPA-Projektes ausgräbt, das von der Universität von Texas gefördert wird. In demselben Hügel und auf derselben Höhe wurde ein normal großer Schädel gefunden. Die aus dem Grabhügel entnommenen Teile wurden im WPA-Labor rekonstruiert, unter der Aufsicht von physischen Anthropologen. Es wird untersucht, ob es sich bei dem riesigen Schädel um den eines Mannes handelt, der zu einem Stamm außergewöhnlich großer Männer gehört, oder ob es sich um den Schädel eines abnormalen Stammesmitglieds handelt, ein Fall von Gigantismus. An diesem Ort wurden mehrere große menschliche Knochen ausgegraben. Ein weiterer Artikel aus der New York Times aus dem Jahr 1897 lautet wie folgt. Einer der drei kürzlich entdeckten Grabhügel in dieser Stadt wurde geöffnet. In ihm wurde das Skelett eines Mannes von gigantischer Größe gefunden. Die Knochen maßen von Kopf bis Fuß über 2,74 Meter und befanden sich in einem guten Erhaltungszustand. Der Schädel war so groß wie ein halbes Scheffelmaß.
Neben den Knochen lagen einige fein gehärtete Kupferstangen und andere Relikte. Der Grabhügel, aus dem diese Reliquien entnommen wurden, ist rund 3 Meter hoch und 9,14 Meter lang und variiert in der Breite zwischen 1,82 Meter und 2,43 Meter. Die beiden kleineren Hügel werden bald ausgegraben. In diesem Artikel des St. Paul Globe aus dem Jahr 1904 heißt es: Knochen eines menschlichen Skeletts, 3,35 Meter groß, werden in Nevada ausgegraben. Arbeiter graben hier Schotter aus, heute in einer Tiefe von etwa 3,60 Meter freigelegt. Eine Menge Knochen, ein Teil des Skelettes eines gigantischen menschlichen Wesens. Dr. Samuels untersuchte sie und stellte fest, dass es sich um die Knochen eines Mannes handelte, der fast 2 Meter groß gewesen sein muss. Offenbar waren solche Entdeckungen damals etwas völlig Normales und sie wurden nicht wie heute vor der Öffentlichkeit versteckt. Die Entdeckungen von Riesenskeletten waren nicht nur auf Nordamerika beschränkt. Dieser Artikel berichtet von einem Riesenskelett, das in einer Höhle in Mexiko gefunden wurde. Der Artikel lautet wie folgt: Charles C. Clapp, der kürzlich aus Mexiko zurückgekehrt ist, wo er für Thomas W. Lawsons Bergbauinteressen verantwortlich war, hat Professor Agassiz auf eine bemerkenswerte Entdeckung aufmerksam gemacht. Er fand in Mexiko eine Höhle mit etwa 200 Skeletten von Menschen, jedes über 2,43 Meter groß. Die Höhle war offensichtlich die Begräbnisstätte einer Spezies von Riesen, die vor den Azteken lebte. Mr. Clapp ordnete die Knochen eines dieser Skelette und stellte fest, dass die Gesamtlänge 2,71 Meter betrug. Andere Artikel erwähnten Entdeckungen von Riesen in Europa. Dieser Artikel stammt aus dem Jahr 1892 und wurde vom London Globe verfasst. Er berichtet von der Entdeckung einer Spezies von Riesen im heutigen Frankreich. Hier steht: Im Jahr 1890 wurden einige menschliche Knochen von enormer Größe gefunden, sogar doppelt so groß wie üblich. Sie wurden im Grabhügel von Castelnau gefunden und sind seitdem von Professor Kionier sorgfältig untersucht worden. Der zwar zugab, dass die Knochen von einer sehr großen Spezies stammen, dennoch findet, dass sie abnorme Dimensionen haben und offensichtlich krankhaftes Wachstum aufweisen. Sie haben zweifellos die Frage nach den Riesen des Altertums neu aufgeworfen, aber sie liefern keine Beweise, um sie zu entscheiden. Sie haben keine Ahnung, wie viele Zeitungsartikel wir noch gefunden haben. Überall auf der Welt wurden Giganten entdeckt. Und heute tun Wissenschaftler und Archäologen so, als hätte es so etwas nie gegeben. Dieser Artikel trägt den Titel »Als Giganten die Erde bevölkerten« und handelt von den historischen Entdeckungen von Riesen aus der Zeit des Römischen Reiches bis zum 19. Jahrhundert. Hier ist zu lesen, was es bedeutet. Die Vergangenheit war in der Produktion von Riesen produktiver als die Gegenwart. Im Jahr 1830 wird einer dieser Riesen in Rouen ausgestellt. Er war rund 3 Meter groß und der Riese Galabra, der zur Zeit Claudius Caesar nach Rom gebracht wurde, war genauso groß. Phantom, der zur Zeit von Eugen II. Lebte, war 1,50 Meter groß. Chevalier Scrog fand auf seiner Reise zum Gipfel Teneriffas in einer der Höhlen dieses Berges den Kopf eines Riesen mit 60 Zähnen, der nicht weniger als 4,60 Meter groß war. Der Riese Ferragus, der von Orlando, dem Neffen Karls des Großen, erschlagen wurde, war Berichten zufolge 8,53 Meter groß. Im Jahr 1814, in der Nähe von Saint-Gernard, wurde das Grab des Riesen Isolant gefunden, der nicht weniger als 9,14 Meter groß war. 1590 wurde in der Nähe von Rouen ein Skelett gefunden, dessen Kopf einen Scheffelkorn hielt und der 5,80 Meter groß war. Der riesige Bagger war 6,70 Meter groß. 1623 wurde in der Nähe des Schlosses Dauphin ein Grab gefunden, das 9,14 Meter lang, 4,87 Meter breit, 2,43 Meter hoch war, in dessen Grabstein die Worte »Cento Lucas Rex« eingemeißelt waren. Das Skelett wurde im Ganzen gefunden und maß 19,24 Meter, 3 Meter über die Schultern und 1,5 Meter vom Brustbein bis zum Rücken. Aber Frankreich ist nicht das einzige Land, in dem Riesenskelette ausgegraben wurden. In der Nähe von Palermo, Sizilien, wurde 1516 das Skelett eines 9 Meter großen Riesen gefunden.
In der Nähe von Magreno auf derselben Insel, im Jahr 1816, wurde das Skelett eines 9 Meter großen Riesen gefunden, dessen Kopf die Größe eines Schweinskopfes hatte und jeder Zahn wog 140 Gramm. Obwohl diese Entdeckungen damals öffentlich gemacht wurden, sobald die entdeckten Skelette in die angesehenen Museen und historischen Institutionen gebracht wurden, verschwanden sie völlig und niemand sprach je wieder über sie. Hier ist eine Karte mit allen Berichten über Riesen in Nordamerika. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele es von ihnen dort gibt. Fast alle Entdeckungen landen im Smithsonian Institute und wir alle wissen, wie gut sie darin sind, große Entdeckungen zu vertuschen. Es gibt auch angebliche Berichte über den Kauf von Riesenskeletten durch das Smithsonian, die von Bürgern ausgegraben wurden, die dann verschwanden, ohne dass man je wieder von ihnen hörte. Das Smithsonian hatte sogar eine eigene Abteilung für die Erforschung alter Grabhügel und vermeintlicher Riesengräber. Eine berühmte Entdeckung eines Riesen, die ebenfalls von Smithsonian vertuscht wurde, ist der Riese von San Diego aus dem Jahr 1895, ein mumifizierter Riese von 1,80 Meter Größe. Es gab sogar ein Bild von dieser Riesenmumie, das in vielen Zeitungen gezeigt wurde. Die Mumie wurde von vielen Wissenschaftlern begutachtet. Nach seiner Inspektion wurde der Riese aus San Diego vom Smithsonian gekauft. 13 Jahre später, im Jahr 1908, als die Mumie ausgestellt wurde, hat das Smithsonian einige Tests durchgeführt und sie plötzlich als Schwindel abgetan. Sie sagten, die Mumie sei aus Gelatine gemacht. Die Tatsache, dass es so lange gedauert hat und nachdem so viel Geld ausgegeben wurde, um sie zu erwerben, sowie die Tatsache, dass sie 13 Jahre zuvor von Experten sorgfältig untersucht wurde, deutet darauf hin, dass an dieser Geschichte mehr dran sein könnte, als es den Anschein hat. Ist es nur ein Zufall, dass absolut jede Kultur und Religion Geschichten von uralten Riesen erzählt, die die Erde durchstreiften? Die sumerische Zivilisation, die etwa 6000 vor Christus begonnen haben soll, erzählt von einer Gattung von Riesen, die über die Sumerer herrschte, und es gibt viele Darstellungen von ihnen. Sumerische Aufzeichnungen sprechen von einem Riesenkönig namens Gilgamesch, der 126 Jahre lang regierte. Er wird von den Gelehrten im Allgemeinen als eine tatsächliche historische Figur angesehen, da Inschriften gefunden worden sind, die die Existenz anderer mit ihm verbundener Figuren bestätigen. Im alten Ägypten gibt es hunderte von Darstellungen von Riesen und die ägyptischen Aufzeichnungen beschreiben die alten Pharaonendynastien und eine Gattung von großen Riesen. Und hunderte von riesigen Sarkophagen wurden ebenfalls gefunden, aber die Mumien dort waren längst geplündert worden. Diese ungewöhnliche Geschichte mit der Überschrift »Prähistorische ägyptische Giganten« wurde in mehreren Zeitungen berichtet und lautet: 1881, als Professor Timmermann mit der Erforschung der Ruinen eines antiken Isis-Tempels am Ufer des Nils beschäftigt war, 26 Kilometer unterhalb von Najdar Jafar, öffnete er eine Reihe von Gräbern, in denen eine prähistorische Gattung von Giganten begraben worden war. Das kleinste Skelett von etwa 60, das während der Ausgrabungen von Timmermann in Najdar Jafar untersucht wurde, maß 2,30 Meter Länge und das größte 3,37 Meter. Gedenktafeln wurden in großer Zahl entdeckt, aber es gab keine Aufzeichnungen, die auch nur andeuteten, dass sie der Erinnerung an Männer von außergewöhnlicher Größe dienten. Es wird angenommen, dass die Gräber aus dem Jahr 1043 vor Christus stammen. Nach Angaben der Deutschen Bild-Zeitung hat ein Unternehmer namens Gregor Sporri 1988 eine Reihe von Fotos von einem mumifizierten Riesenfinger gemacht. Der Besitzer des Fingers war ein pensionierter Grabräuber, der den Finger in einer unbekannten Gruft fand. Der Finger ist fast 35 cm lang und wenn er echt ist, gehörte er einer Person, die schätzungsweise zwischen 4,50 m und 4,80 m groß war. Der Besitzer des Fingers hatte ein Zertifikat, das die Echtheit des Fingers bestätigte, zusammen mit einem Röntgenbild. Als Sporri später nach Ägypten zurückkehrte, um den Finger zu kaufen, war der Besitzer verschwunden und hinterließ uns nur die Fotos dieses Fundes. Auch das Buch Genesis, das erste Buch der hebräischen Bibel und des Alten Testaments, erzählt uns die Geschichte eines uralten Riesengeschlechts, das die Nephilim genannt wird.
Die Geschichte der Nephilim-Riesen wird in einem anderen alten Manuskript, dem Buch Henoch, weiter ausgearbeitet. Anscheinend haben sich die Wächter, die gefallene Engel waren, mit den Frauen auf der Erde gekreuzt und als Ergebnis wurden die Nephilim-Riesen geboren. Wir wissen, dass diese alten Manuskripte die große Sintflut beschreiben, eine gewaltige Flut, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen tatsächlich stattgefunden hat. Wenn die biblische Sintflut real war, könnten dann auch die Nephilim-Riesen real sein? Die Geschichten über Riesen sind noch nicht zu Ende. Jeder Stamm der amerikanischen Ureinwohner erzählt von den Zeiten, in denen Riesen über Nordamerika herrschten und es gab brutale Kriege zwischen den Giganten und den amerikanischen Ureinwohnern. Die Stämme mussten sich gegen eine Gruppe rothaariger, kannibalischer Riesen zusammentun und bekämpften sie bis zur Ausrottung. Die Existenz von Riesen könnte sicherlich einige der massiven megalithischen Bauwerke auf der ganzen Welt erklären, für die es bis heute keine Erklärung gibt, wie sie bewegt wurden. Wie der Stein des Südens in Baalbek, Libanon, der sage und schreibe 1242 Tonnen wiegt. Auf dem Berg Scharia in Südsibirien haben Forscher eine absolut massive Wand aus Granitstein gefunden. Einige dieser gigantischen Granitsteine wiegen schätzungsweise mehr als 3000 Tonnen, mehr als doppelt so viel wie die Steine im Libanon. Interessant ist, dass der ursprüngliche Name von Stonehenge Giant's Dance oder Giant's Ring war. Stonehenge ist ein späterer sächsischer Name, der übersetzt die hängenden Steine bedeutet. Riesen sind auch Teil der keltischen Mythologie, der griechischen und römischen Mythologie, des Hinduismus, der Buddhisten, Norweger und sogar in der japanischen Shinto-Folklore. Es gibt sogar ein erstaunliches Video aus einer alten Militärparade im kaiserlichen Japan, in dem die Japaner stolz diesen riesigen Giganten zeigen und ihn zusammen mit den kaiserlichen Soldaten vorführen. Man sagt, dass dieser Riese das letzte Mitglied eines Stammes von Riesen namens Chacha war, der auf einer Insel mit dem Namen Hahashima lebte. Es gibt auch viele historische Berichte über Riesen. Flavius Josephus, ein jüdischer Gelehrter und Historiker aus dem 1. Jahrhundert, schrieb dies. Deshalb verlegten sie ihr Lager nach Hebron und als sie es eingenommen hatten, töteten sie alle Einwohner. Bis dahin war das Volk der Riesen übrig geblieben, die einen so großen Körper und ein so ganz anderes Aussehen hatten als andere Menschen, dass sie für den Anblick überraschend und für das Gehör schrecklich waren. Die Gebeine dieser Männer sind heute noch zu sehen, im Gegensatz zu allen glaubwürdigen Verwandten anderer Männer. In den 1500er Jahren, als die spanischen Seefahrer die Küsten Amerikas erkundeten, wurden auch Sichtungen von lebenden Giganten berichtet. Drei Kapitäne spanischer Schiffe berichteten über diese überdurchschnittlich großen Indigenen auf den Expeditionen nach Amerika, ebenso wie Sir Francis Drake und Captain John Smith und mehrere andere bemerkenswerte Augenzeugen. Dies ist, was Kapitän John Smith über sie schrieb. Die Saske-Sahanooks sind ein riesenhaftes Volk. Sie maßen die Wade des Beines des größten Mannes und fanden sie etwa einen Dreiviertelmeter lang, und alle anderen seiner Glieder waren im richtigen Verhältnis. Im Jahr 1519 entdeckte der spanische Forscher Alonso Álvarez de Pineda die Küstenlinie der Golfküste und markierte die verschiedenen Flüsse, Buchten, Landmarken und potenziellen Häfen. Nicht weit von der Mündung des Flusses in den Golf von Mexiko fand er eine große Stadt und in deren Nähe etwa 40 Dörfer der indigenen Bevölkerung. Er beschreibt, dass in diesem Dorf viele Riesen lebten und merkwürdigerweise lebte dort auch eine Gattung von winzigen Pygmäen. Pineda beschrieb die Stämme, die in der Nähe des Mississippi siedelten, als eine Rasse von Riesen 10 bis 11 Palmen groß und eine Rasse von Pygmäen nur 5 oder 6 Handflächen groß. Die vielleicht faszinierendste und bekannteste Geschichte über echte Riesen im Zeitalter der Entdeckungen begann mit einem Bericht über keinen geringeren als den großen portugiesischen Entdecker Ferdinand Magellan. Zwischen den Jahren 1519 und 1522 begab sich Magellan auf seine berühmteste Seereise,
eine kühne Expedition auf der Suche nach einer guten Route zu den Maluku-Inseln in Ostindien, die schließlich zur ersten erfolgreichen Weltumsegelung führen sollte. Magellan erhält das Kommando über 5 Schiffe und eine Etappe ihrer Reise führte sie über den weiten Ozean hinaus bis in das ferne Land Patagonien am südlichen Ende von Südamerika. Dort stieß die Expedition auf einen in der Tat verblüffenden Anblick. Hier ist ein Auszug aus dem Tagebuch des offiziellen Chronisten von Magellan. Als wir diesen Ort verließen, erreichten wir schließlich 49,5 Grad in Richtung des antarktischen Pols. Da es Winter war, liefen die Schiffe in einen sicheren Hafen ein, um zu überwintern. Wir verbrachten 2 Monate an diesem Ort, ohne jemanden zu sehen. Eines Tages sahen wir plötzlich einen nackten Mann von riesiger Statur am Ufer des Hafens. Er tanzte, sang, warf Staub auf seinen Kopf. Der Kapitän General Magellan schickte einen unserer Männer zu diesem Riesen, damit er dieselben Handlungen als Zeichen des Friedens vollziehen möge. Nachdem sie dies getan hatten, führten die Männer den Riesen auf eine Insel in die Gegenwart des Generalkapitäns. Als der Riese in der Gegenwart des Hauptmanns und in unserer Gegenwart war, staunte er sehr und machte Zeichen mit einem Finger, der nach oben gerichtet war, und glaubte, dass wir vom Himmel gekommen waren. Er war so groß, dass wir ihm nur bis zur Taille reichten, und er war wohl proportioniert. Es ist bezeichnend, dass die obige Schilderung aus dem Tagebuch des offiziellen Chronisten der Entdeckungsreise Magellans stammt. Das ist eine Person, die über allen anderen steht, die die Aufgabe hat, die genauesten Aufzeichnungen über Ereignisse und Aktivitäten zu machen und aufzubewahren, ob exotisch oder alltäglich. Diese Person ist nicht nur gegenüber dem Kommandanten der Reise verantwortlich, sondern auch gegenüber König und Land. Für seine Augenzeugenberichte als ein vollständiges, präzises und genaues Zeugnis der Ereignisse, die sich während der Reise ereignet haben. Allein aufgrund seiner Position und Verantwortung, seinen Augenzeugenberichten von Begegnungen mit Riesen aus erster Hand, muss als sachliche Information betrachtet werden durch einen unanfechtbaren Zeugen. Alles andere wäre eine Verharmlosung der Bedeutung der grundlegenden Verantwortung der Chronisten. Jahre später, im Jahr 1539, gab es auch den Bericht von Hernando de Soto, einem anderen Entdecker, der auf seinen Abenteuern im südöstlichen Teil des Landes auf zahlreiche Giganten traf, auf dem Gebiet der heutigen Vereinigten Staaten. De Soto war von der Tampa Bay in Florida aufgebrochen mit einem Kontingent von Hunderten von Männern, und während ihrer Verfolgung stießen sie angeblich häufig auf Stämme von Indigenen, die von Riesen beherrscht wurden. Einer von ihnen war ein Häuptling Tuscaloosa, der im westlichen Alabama anzutreffen ist und der ein gewaltiger Riese von einem Mann sein soll, der alle anderen überragte. Es gibt auch die Berichte des spanischen Konquistadoren und Entdecker Hernando de Alarcón, der versucht, einen Fluss zu finden, über den die spanischen Truppen an den Küsten Kaliforniens und Mexiko versorgt werden können. Alarcón wird schließlich den Colorado River hinauffahren, den ganzen Weg bis zum Grand Canyon, und während dieser Reise stießen er und seine Männer angeblich auf einen Stamm von etwa 200 Riesenkriegern, die bis zu 3 Meter groß waren. Die Giganten sollen sehr aggressiv gewesen sein, aber Alarcón besänftigte sie mit Geschenken und anderen Zeichen des Friedens. Der Konquistador Francisco Coronado erzählte auch, er sei auf ganze Stämme von Riesen gestoßen während seiner Reise durch den Südwesten, auf der Suche nach dem legendären Eldorado. In einigen Fällen wurden physische Beweise für diese Giganten gefunden, wie es bei dem Konquistador Bernal Díaz del Castillo der Fall gewesen sein soll, der unter Hernán Cortés während der spanischen Eroberung von Mexiko diente. Auf den Seiten seines detaillierten Berichts über die Eroberung und den anschließenden Zusammenbruch des Aztekenreiches findet sich ein seltsamer Bericht über eine Gattung von Riesen, von denen die Tlaxcaltec-Indios behaupten, dass sie einst die Gegend bewohnt hätten. Der Häuptling des Stammes stellte daraufhin die Überreste dieser mysteriösen Riesen als Beweismittel zur Verfügung, worüber Castillo schreibt: Sie sagten, ihre Vorfahren hätten ihm erzählt, dass sehr große Männer und Frauen mit riesigen Knochen einst unter ihnen gelebt hätten.
Weil sie ein sehr schlechtes Volk waren und schlechte Sitten hatten, hatten sie gegen sie gekämpft und sie getötet. Und die, die von ihnen übrig geblieben waren, waren ausgestorben. Und um uns zu zeigen, wie groß diese Riesen gewesen waren, brachten sie uns den Beinknochen von einem, der sehr dick war und die Größe eines normalen Mannes hatte. Und das war ein Beinknochen, der von der Hüfte bis zum Knie ging. Ich habe mich daran gemessen und er war so groß wie ich, obwohl ich eine angemessene Größe habe. Sie brachten Knochenstücke der gleichen Art, aber sie waren alle verrottet und von der Erde zerfressen. Wir waren alle erstaunt über den Anblick dieser Knochen und waren uns sicher, dass es in diesem Land Riesen gegeben haben muss. Es gab so viele Berichte über echte Riesen, denen man in ganz Nord- und Südamerika begegnete, im Zeitalter der Entdeckungen. Und solche Berichte sind in der Geschichte verblasst, um größtenteils vergessen zu werden. Es gibt jedoch einige Dinge, die nicht vergessen werden können, denn sie sind buchstäblich in Stein gemeißelt. Das ist der Fall bei einem riesigen Fußabdruck in Südafrika. Dies ist der spektakulärste Fußabdruck in Fels, der bisher auf der Erde gefunden wurde. Es gibt aber noch viele andere, wie der riesige Fußabdruck von Pinguan. Aber keiner ist so voll ausgebildet und offensichtlich wie der in Südafrika. Entdeckt 1931 von einem Farmer namens Stoffel Katzi bei der Jagd. Eine der umstrittensten Stätten in der Archäologie und der geologischen Forschung. Der Fußabdruck ist etwa 1,30 Meter lang, was darauf hindeutet, dass die Kreatur, die ihn hinterlassen hat, 7,30 Meter bis 8,20 Meter groß gewesen sein muss. Der Fußabdruck ist bei Einheimischen als der Fußabdruck Gottes bekannt oder Goliaths Fußabdruck. Und überall in der Region werden Geschichten über alte Riesen erzählt. Skeptiker lehnen den riesigen Fußabdruck ab und behaupteten, er sei durch natürliche Erosion entstanden. Aber Professor Peter Wegener von der Universität von Port Elizabeth in Südafrika sagte, es ist wahrscheinlicher, dass kleine grüne Männchen aus dem All kommen und es mit ihren Zungen ausschlecken, als dass sie durch natürliche Erosion entstanden sind. Nach all den aufgeführten Entdeckungen zu urteilen, zusammen mit all den historischen Berichten, die wir erwähnt haben, könnte es möglich sein, dass Riesen wirklich existierten. Aber könnte es möglich sein, dass irgendwo an einem abgelegenen Ort eine Spezies dieser rätselhaften Wesen noch am Leben ist und sich vor der Menschheit versteckt? Wir können dieses Video nicht beenden, ohne die berühmteste Begegnung mit einem Riesen zu erwähnen, die nicht in der Antike, sondern im Jahr 2002 stattfand. Dieses Ereignis, das von der US-Regierung immer noch als geheim eingestuft wird, wurde in der beliebten Radiosendung Coast to Coast bekannt gegeben, nachdem sich Zeugen dieses Ereignisses gemeldet haben und anonym ihre Geschichten erzählt hatten. Die Ereignisse sollen sich 2002 in der Wüste Afghanistans zugetragen haben. Als ein Trupp der US-Armee verschwand, wurde ein Sondereinsatzkommando entsandt, um herauszufinden, was passiert war, und die Soldaten wanderten einen zerklüfteten Bergpfad entlang, bis sie den Eingang einer großen Höhle erreichten. Um die Lichtung der Höhle herum lagen zerbrochene Teile der US-Militärausrüstung und verstreute Ausrüstungsgegenstände, die Blutspuren aufwiesen. Das Einsatzkommando war im Begriff, die Höhle zu betreten, um nach den vermissten Soldaten zu suchen, als ein 3 Meter großer, rothaariger, doppelzahniger Humanoid auftauchte und sie angriff. Laut den Zeugen durchbohrte der Riese einen der Soldaten mit seinem langen Speer und tötete ihn auf der Stelle, bevor der Rest der Truppe ihn zur Strecke bringen konnte. 30 Sekunden lang wurde auf sein Gesicht geschossen. Nachdem der Riese tot war, ging das Einsatzkommando in die Höhle und fand dort menschliche Knochenreste, was das Militär zu der Annahme veranlasste, dass die Kreatur Kannibalismus betrieb. Als dieser schockierende Vorfall dem Hauptquartier gemeldet wurde, wurde die Leiche des Riesen verpackt, in einen Hubschrauber verladen und zu Studienzwecken an einen geheimen Ort in den USA gebracht. Der Riese wog etwa 500 Kilogramm, wie das Team schätzte, das die Leiche vom Abholort in die USA transportierte. Der Riese trug ein Segeltuch oder eine Tierhaut, um seine Füße zu schützen, wie eine Art von Mokassin. Wenn es einen lebenden Riesen gäbe, der sich seit vielen Jahren in den Höhlen Afghanistans versteckt, ohne entdeckt zu werden, müssen wir davon ausgehen, dass dieser Riese nicht der einzige ist, der auf diesem Planeten lebt. Sicherlich
muss es da irgendwo draußen noch andere geben. Diese mysteriöse Kreatur wurde vor ein paar Jahren in der Wüste Portugals gefilmt. Könnte es ein weiterer Riese sein, der sich vor der Menschheit versteckt? Ich denke über all die geheimen Entdeckungen da draußen nach. Wir sollten froh sein zu wissen, dass es vor Milliarden von Jahren Dinosaurier gab. Wenn man das geheim gehalten hätte, wer würde dann noch glauben, dass es Lebewesen gab, die mehr als einen Meter groß waren? Und wenn wir mit Sicherheit wissen, dass es auf der Erde Riesenreptilien, Riesenvögel, Riesenfische und Riesenpflanzen gab, ist es dann so schwer zu glauben, dass es auch riesige Humanoide gab oder vielleicht immer noch gibt? Wir überlassen die Antwort euch und beenden dieses Video mit diesem erstaunlichen Zitat von Mark Twain, das besagt: Die Wahrheit ist seltsamer als die Fiktion. Aber sie ist es, weil die Fiktion verpflichtet ist, sich an Möglichkeiten zu halten. Die Wahrheit ist es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke, damit Sie in Zukunft nichts verpassen.